Ich hoffe, ich kriege das her mit der Hose da. Hey, ho, Hose. Das geht schon. Wir dachten, wir zeigen euch heute einmal mit der Steffi. Die geht jetzt einmal in die Hockeyposition. Natürlich ganz tief. Der Trainer wird sagen, wieder ein Buckel machen, gell? Das ist ganz wichtig. Und dann probiere ich, die Steffi aus der Balance kriegen. Also, du musst stabiler stehen. Ja, was den Bauch anspannen, Rücken, tiefe Muskulaturen anspannen, gell? Bist du bereit? Ja. Und dann probieren wir das. Boah, die ist stabil. Und jetzt kommt sie in eine schwere Passage. Und dann brennt schon die Oberschenkel. Ja. Nein, dann gehst du tiefer, immer tiefer. Um zu so einem Traumkörper wie beim Dunkelmann auch nicht zu kommen, muss der Skifahrer natürlich sehr viele Übungen machen. Jetzt beim Skifahren braucht man einen starken Rücken, weil sehr viele Gehkräfte auf uns zukommen. Und der Daniel macht jetzt für uns die Standwaage. Es ist einerseits Stabilisationsübung für die Beinachse und auf der anderen Seite eine Kräftigungsübung für den Rücken. Der Rücken soll gerade sein in der Endposition. Das Standbein bleibt gestreckt während der Übung. Und das kann man eigentlich mit jedem Gegenstand machen, der was gerade rumliegt. Man soll es nicht so machen wie der Daniel, dann hat man alles richtig gemacht. Wir zeigen euch heute unsere Lieblingsübung. Die machen wir wirklich vor jedem Rennen und bauen wir immer wieder gern ein. Man geht dafür ein bisschen leicht in die Knie und dann eben eine Partnerübung und eine funktioniert an. Die andere hält dabei stabil dagegen und dann zieht die andere. Und schaut eben dabei, dass wir da aus der seitlichen Rumpfmuskulatur gut arbeiten. Blecki, zeig einmal. Schauen wir, ob es mit der Chin geht. Ja, das geht schon. Da zieht es so rein. Dann auf dran. Skifahren muss man geschmeidig bleiben. Super Übung. Beim Skifahren, wie gesagt, muss man geschmeidig bleiben. Vor allem Autofahren hängen sie immer massivst im Gestell. Du hast eine Dehnung vom Gesäß, du hast eine Dehnung von der Vorderseite, du hast eine Mobilisation in der Leisten oder in der Hüften. Eben, weil bei uns Reisen halt das größte Problem macht meistens, würde ich es nur mit einer Kräftigungsübung, das war jetzt eine Gesäßmuskelübung. Das Wichtige ist, dass man da nicht im Hohlkreuz ausdrückt, sondern vorher das Becken kippt und dann über den Arsch die ganze Bewegung macht, kann man dann auch einbeinig machen, um eben die Vorderseiten zu öffnen und das Gesäß zu stärken. Und ja, ab einem gewissen Alter kann man das auch als Partnerübung machen. Also Michi, meine Übung ist ein sogenannter Burpee. Eine gute Sprungkraftübung bzw. eine Kraftausdauerübung, was einfach für uns wichtig ist. Man beginnt im Stand, lässt sich eigentlich mehr oder weniger am Boden fallen in der Liegestützposition und geht aus der Liegestützposition dann gleich in einen Strecksprung. Und das sollte dann ungefähr so ausschauen. Super, ja. Wenn man gut drauf ist, dann macht man es eine Minute lang circa. Das wäre so unsere Slalom-Distanz. Er macht die schönere, ich mache dafür mehr. Es passt.